Vielleicht noch abschließend, welche Themen sind denn besonders für die junge Generation wichtig? Was wird da noch übersehen? Wo wurde aber schon auch Gutes getan? Also, wenn wir ganz allgemein über junge Menschen in der Politik sprechen, dann merken wir, dass da schon eine gewisse Abneigung besteht. Das sieht man alleine bei der Wahlbeteiligung. Es gab im Mai diesen Jahres eine Umfrage, des ZOR-Instituts, bei der das Ergebnis war, dass nur 6% der 16- bis 26-Jährigen in Österreich sich gut von der Politik vertreten fühlen. Und ich glaube, der Grund oder ein wesentlicher Grund dafür ist, dass man halt viel zu lange versucht hat, Politik für die jungen Leute zu machen, aber nicht mit den jungen Leuten. Und ich glaube, da sind alle Parteien gefordert, die jungen Leute aktiv in das Geschehen einzubinden, ihnen auch eine gewisse Verantwortung zu übertragen. Denn wir sind eine politisierte Generation. Das haben wir spätestens mit Fridays for Future, mit der Klimabewegung bewiesen. Und wenn die Parteien das aufgreifen und merken, dass die jungen Menschen interessiert sind, dass sie politisch sind, dann glaube ich, wird sich das auch wieder ein bisschen verbessern, die Situation. Ist es für junge Menschen auch ein bisschen abschreckend, in die Politik zu gehen? Es gibt ja viele Arten, wie man in die Politik gehen kann. Das kann zum einen die Parteipolitik sein, das kann aber auch eine Form des politischen Aktivismus sein. Und ich glaube, wenn ich gerade bei Fridays for Future war, das ist natürlich eher diese Variante, dann ist das vielleicht weniger abschreckend als Parteipolitik. Das muss man wohl so offen sagen. Und ich glaube, der Grund dafür ist, wir haben keine politikverdrossene Generation, sondern eine politikerverdrossene Generation, wenn man so will. Die Leute haben kein Vertrauen mehr in führende Politikerinnen und Politiker hierzulande. Das zeigen alle Umfragen. Vor ein paar Tagen war Karl Nehammer sogar das unbeliebteste Staatsoberhaupt weltweit in einer Umfrage. Und ich glaube, dass das natürlich dazu beiträgt, dass Parteipolitik einen erst einmal abschreckt. Wie kann denn Politikervertrauen wiederhergestellt werden? Haben Sie dazu Ideen? Mit einer neuen Regierung, die den Leuten zeigt, dass Politik auch anders geht und dass Politik sich auch einmal auf Themen und Inhalte konzentrieren kann.